Herzlich willkommen zur heutigen Tagesenergie mit Medium, Intuitivheilerin und Seelenschamanin Britta C. Lambert. Bitte höre dir diese Botschaft bis zum Schluss an, hier bekommst du weitere Hinweise von mir. Fühle dich nun motiviert und inspiriert, dein volles Potenzial zu entfalten und tauche nun hinein in die Energie des Tages. Namaste zu unserem Tagesimpuls vom 11. Februar. Unsere heutigen Tagessiegel sind, wir haben schon wieder Vanita, dann haben wir als zweites Symbol Mesonadi, hatten wir glaube ich gestern auch, ne? Und die dritte Energie des Tages ist Ayuna, die göttliche Einheit. Wunderbar. Ja, heute dürfen wir mal ganz praktisch uns damit beschäftigen, indem wir wirklich die Achtsamkeit mit uns selbst üben und mal schauen, was ist denn Achtsamkeit alles, Vanita, die Glückseligkeit durch Achtsamkeit. Ich sage ja ganz oft, es geht hier um die sinnliche Wahrnehmung. Das bedeutet einfach, dass ich im Vollbesitz all meiner Sinne bin, so wie die Tiere wirklich so jeden Augenblick präsent sind und dann ganz genau wissen, was zu tun ist, ja, und so viel mehr mitbekommen als wir, wenn wir in unserem Alltagsbewusstsein sind. Und vielleicht kannst du dir heute einfach mal Zeit nehmen und dich so ein bisschen beobachten, was dich aus der Achtsamkeit dir selbst gegenüber bringt. Ja, was sind denn so die Gewohnheiten, die dir vielleicht gar nicht gut tun und die du einfach pflegst oder an denen du festhältst. Ja, vieles, was unserem Lichtkörper auch schadet, schadet unserem physischen Körper, oder vieles, was unserem physischen Körper schadet, schadet eben auch unserem Lichtkörper. Das sind einfach Substanzen wie Zucker, wie Kaffee. Und ja, ich habe auch immer so sehr am Kaffee festgehalten, bis ich dann diese 10-Tage-Transformation zum ersten Mal gemacht habe. Und dann habe ich einfach aufgehört, Kaffee zu trinken. Ich hatte mir das gar nicht vorgenommen und habe gemerkt, wie viel klarer ich bin, wie viel wacher ich bin, wie viel präsenter ich bin, bis mir vor kurzem beispielsweise jemand erzählt hat, dass der Kaffee wirklich auch Synapsen irgendwie nicht möglich macht, dass sie sich richtig verbinden und somit auch wirklich die spirituelle Empfänglichkeit eingeschränkt ist durch Kaffeekonsum. Und das hätte ich mir sicherlich vor ein paar Jahren noch nicht sehr gerne angehört, aber ich muss sagen, einfach dadurch, dass ich diese Gewohnheit jetzt losgelassen habe, habe ich ein ganz anderes Empfinden von Wachsein. Ja, für andere ist es der Zucker beispielsweise, der aus dem Körper zieht. Ja, wenn uns etwas nicht gefällt, wenn es uns nicht gut geht, dann wollen wir uns das Leben versüßen und dadurch fliehen wir aus dem Körper. Oder auch ja, die ständige Beschäftigung, die ständige Ablenkung mit dem Handy, mal sich zu beobachten, wie benutze ich denn mein Smartphone, kann ich es denn mal aushalten, da eine Stunde nicht drauf zu schauen oder wird es schon schwierig? Ja, früher stand man an der Bushaltestelle und hat auf den Bus gewartet. Heute schaut eben jeder ins Handy und wir sind alle in dieser Welt, in diesen Gewohnheiten ein Stück weit gefangen. Dazu kommt dann eben die Strahlung, dass wir ständig der Strahlung ausgesetzt sind. Muss ich denn ständig online sein? Kann ich die mobilen Daten ausschalten? Ja, oder muss ich überhaupt ein WLAN anhaben? Geht es vielleicht einfach auch anders und dosierter? Und dann einfach mal beobachten, wenn man mal mit diesen Dingen bewusst umgeht. Man muss sie gar nicht unbedingt ändern, aber dass man einfach nur mal schaut, was das Ganze mit einem macht oder wie man selbst darauf reagiert, wie man selbst damit umgeht. Ich habe es irgendwann mal gemerkt, dass ich im Restaurant saß und ich saß alleine am Tisch, weil mein Gegenüber zur Toilette ging und sofort zücke ich das Handy. Ja, und schau, ob irgendwas passiert ist. Als ob jetzt, wenn derjenige jetzt nicht weggegangen wäre, hätte ich nicht nach dem Handy gegriffen. Warum? Ja, warum? Und sich das mal bewusst zu machen, wie sehr wir uns Dinge aneignen, die uns auch aus dem Moment bringen, ist es sofort eine Ablenkung. Ich sitze jetzt hier alleine nur mit mir. Ja, und das Handy macht mich in dem Moment aber auch nicht voller, auch wenn ich das glaube. Ja, und was ist denn, einfach mal im Moment präsent zu sein und wahrzunehmen, was um mich herum vielleicht einfach sonst noch alles ist. Ja, und wir sind so programmiert, glaube ich, auch und so konditioniert auf dieses schneller und weiter und hier noch eine Entlastung und noch eine Entlastung, dass wir ganz vieles, was im Augenblick geschieht, einfach gar nicht mehr mitbekommen und so rein da auf die Art und Weise, wie unser Leben organisiert ist, wirklich aus dieser Achtsamkeit den Dingen gegenüber
kommen, ja, dann reden wir uns das natürlich schön, ja, dass das ja alles nicht so schlimm ist und ach, in meinem Geschäft ist ja auch überall das WLAN an, da kommt es oft zu Hause auch nicht mehr an oder ach ja, so ein bisschen Kaffee schadet ja nicht oder dies und das, was es eben für den Einzelnen bedeutet. Und Vanita ist wirklich die Einladung, heute mal in dieser Achtsamkeit, in dieser achtsamen Beobachtung mit dir selbst zu sein, wie sehr du dich vielleicht einfach zumüllst oder ablenkst oder einfach aus deiner eigenen Zentriertheit bringst durch bestimmte Gewohnheiten. Ja, und Mesonadi hilft dir, diese Gewohnheiten zu wandeln. Mesonadi ist die kosmische Transformation. Und Mesonadi ist neben der Kraft, die Jesus benutzte, um Lazarus von den Toten aufzuerwecken, die in Mesonadi enthalten ist. Mesonadi bringt uns zur Ruhe. Mesonadi bringt einfach dieses Schnattern im Kopf weg, ja, und lässt uns wieder schlafen, lässt uns wieder durchschlafen, lässt uns aber unter anderem auch schlechte Gewohnheiten, die für uns schlecht sind, und das kannst nur du selbst beurteilen, was für dich schlecht ist, loslassen und gute Gewohnheiten verankern, ja, wenn wir uns vornehmen, ach, ich sollte doch mal vielleicht doch einmal am Tag meditieren oder mich bewegen, ja, und es ist immer ein Vornehmen und ein Vornehmen. Mesonadi hilft uns wirklich, solche Dinge, die gut für uns sind, zu verankern und das, was eben nicht gut für uns ist, auch loszulassen. Also solltest du etwas entdeckt haben, was dir nicht dient und solltest du etwas entdeckt haben, was dir vielleicht gut tun würde und wo du bisher einfach noch nicht die Motivation hattest, es umzusetzen, dann hilft dir auch Mesonadi dabei, das ganz praktisch wirklich in dein Leben zu bringen. Ja, Ayuna, die göttliche Einheit, der Frieden mit allem, der Friede mit dir selbst, der Friede mit der Welt. Die Illusion des Getrenntseins ist mit Ayuna überwindbar. Und dass wir in diesem Frieden sein können, dass wir mit allem verbunden sind, dass alles, was ich für mich tue, ja, alles, was du für dich erlöst, wenn du zum Beispiel mit dem Rauchen aufhörst, ja, dann tust du das für dich, aber du tust es auch für das große Ganze. Nicht nur, dass dann die Umwelt weniger verpestet wird vielleicht oder das angenehmer riecht in deinem Zuhause und deine Mitmenschen davon profitieren. Nein, in dem Moment, in dem du diese Gewohnheit ablegst und eine neue, schöne errichtest, geht es in den gesamten Kosmos. Und das ist das, worum es mir heute geht, was wir verstehen dürfen. In dem Moment, in dem du beispielsweise mit dem Rauchen oder mit dem Kaffeetrinken aufhörst oder was auch immer oder eine gute Gewohnheit verankerst, geht dieser Impuls in das große Ganze und er wird leichter abrufbar für jemand anderen. Ja, so viele Dinge, die vor vielen Jahren noch schwieriger waren, die sind heute so viel leichter möglich, weil es einfach so viele Menschen machen. Ja, auch die ganze Spiritualität. Vor 20 Jahren hätte jeder noch gedacht, oh Gott, was erzählt die da? Und heute sind Dinge, die ich sage, schon sehr viel salonfähiger, als es noch vor 20 Jahren der Fall war. Warum? Weil so viele Menschen sich einfach diesen Dingen öffnen. Und so ist es eben mit allem. Vielleicht hattest du das auch schon mal, dass du gedacht hast, boah, das wäre eine super Idee, das wäre die geniale Erfindung überhaupt. Und du hast diesen Gedanken kurz drauf, findest du heraus, dass jemand anders das ins Leben gebracht hat. Jetzt ist die Frage, ob du den Impuls von diesem Menschen empfangen hast, der es gerade schon in der Umsetzung hatte, oder ob dieser Mensch deinen Gedanken empfangen hatte. Fakt ist, dass es in deinem Bewusstsein ist und dass es jetzt nicht nur im Feld ist, sondern wirklich in der Realität. Also ich bin mir fast sicher, solche Erlebnisse kennt jeder oder ach, den Gedanken hatte ich auch gerade. Und da sieht man, wie alles mit allem verbunden ist. Und diese Bewusstheit darüber, wie mächtig wir sind, wenn wir es bedarf nur der Heilung des einen Ichs. Es bedarf nur deiner Heilung und du heilst die ganze Welt. Alles, ausnahmslos alles, was du in dir erlöst hast, erlöst du für das große Ganze. Und wenn du nur die kleinste Kleinigkeit in deinem Leben zu deinem Wohle veränderst, dann veränderst du das für das Große. Und das ist für mich heute die Brücke von Vanita über Mesonadi zu Ayuna. Alles ist mit allem verbunden. Und alles, was du tust oder was du nicht tust, hat seine Auswirkung auf das große Ganze. Und so bist du genauso betroffen von all dem, was andere Menschen entscheiden, tun oder in sich heilen. Das ist alles im Feld und für dich abrufbar und heilbar. Somit, wenn du um Erlösung, um Heilung bittest, ja, und wenn es einem Menschen gelungen ist, sich selbst zu heilen von einer Krankheit, dann ist diese Information im Feld und für dich abrufbar. Ja, und dieses Bewusstseinsfeld
der Kraft des All-Einen, des Bewusstseins des All-Einen, das möchte ich jetzt gerne mit allen lieben Verbundenen initiieren. Om Vanita, Om Esunadi, Om Ayuna, Om Vanita, Om Esunadi, Om Ayuna, Om Vanita, Om Esunadi, Om Ayuna, Om Vanita, Om Esunadi, Om Ayuna. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag voller Achtsamkeit im All-Eins-Sein. Und wenn dir der Impuls gefallen hat, freue ich mich sehr über dein Gefällt mir, wenn du ihn teilst, meinen Kanal abonnierst und nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren, denn nur dann bekommst du die Impulse automatisch zugestellt, wenn ich einen neuen hochgeladen habe, was ich ja täglich tue. Bis morgen. Wenn du mehr über die wundervollen und nahezu unbegrenzten Anwendungsmöglichkeiten der 12 Siege erfahren möchtest, findest du unter diesem Video in der Infobox alle Informationen zu Britas Fernkurs Die 12 Siegel des Metatron. Werde Heiler mit kleinem oder großem H. Erlerne in Britas Fernkurs, wie du die Siegel bei dir selbst und auch bei anderen anwenden kannst. Du erhältst ausführliches Hintergrundwissen und die gechannelte Bedeutung eines jeden einzelnen Siegels. Abonniere jetzt kostenlos und unverbindlich mit nur einem Klick auf Britas Bild den Kanal, denn dann bekommst du automatisch eine Benachrichtigung, wenn Britta neue Videos veröffentlicht. Klicke rechts, wenn du Britas Gratiskurs »Warum die Dinge so sind, wie sie sind« kostenlos und unverbindlich anschauen möchtest. Ich wünsche dir nun einen wundervollen, inspirierten Tag.